Der Oberamtsbürgermeister meldet sich zurück in einer neuen Aufnahmesession mit Workers and Resources. So, mal gucken, was der Vergangenheitsteufus hier alles Tolles gemacht hat. Es ist schon eine Zeit lang her, seit ich hier ein bisschen reingeguckt habe. Wollt ihr ein bisschen abwarten, was ihr mir schreibt oder ob ihr vielleicht irgendwas zu meckern habt. Bisher sieht es ganz ordentlich aus. Also so schlecht haben wir offenbar nicht gebaut. Es gibt den einen oder anderen Ungläubigen, der nicht offenbar an die Partei glaubt, beziehungsweise an unser System hier glaubt. Wir gucken mal, ob wir die oder den entsprechend bekehren können und sie eines Besseren belehren können. Momentan hat die Partei ein bisschen Geldsorgen. Wir haben gerade mal schlappe 20.000 Rubel auf dem Bankkonto. Deswegen machen wir mal ein bisschen schneller und beobachten mal hier etwas die Lage, bevor wir hier anfangen weiterzubauen in Neubützelhausen. Wir haben auf alle Fälle ganz schön viel gemacht. Es gab ein bisschen Kritik, dass vielleicht der Weg hier oben viel zu lang wäre bis zu unserem Kohlekraftwerk bzw. unserem Industriegebiet hier oben. Und dass die Leute dann schon wieder eigentlich nach Hause teleportieren, sobald sie hier oben ankommen. Momentan sieht das aber noch ganz ordentlich aus. Es wäre vielleicht hinterher mal ganz okay, wenn man eventuell noch die Zugverbindung hier nutzen würde. Sollte Bützelhausen dann noch ein bisschen wachsen, bis zum Hauptbahnhof quasi, dann könnte man das so machen. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwie Leute überhaupt ankommen. Weil wir derzeit sowieso jetzt auf das Geld warten. Ne? Wir haben ja einiges vor. Wir müssen noch ein Häuschen bauen, damit wir noch ein paar Arbeiter bekommen. Wir müssen noch das Ölvorkommen erschließen. Wir müssen noch Heizverbindungen machen. Zweite Bushaltestelle im Industriegebiet hier oben machen. Und die Gleise noch zweigleisig machen. Produktion ist gestoppt im Heizkraftwerk. Ja, das ist okay. Kann man diese Meldung deaktivieren? Ne? Wir werden die mal deaktivieren. Ich bin mir sicher, ich denke bestimmt daran, wenn wir es wieder aktivieren, dass wir hier dieses Häkchen setzen. Aber momentan muss nicht geheizt werden. Aktuell sind schnuckelige 30 Grad hier in unserer Region. Von daher ist es schon ganz okay. Wir gucken mal kurz unsere Abwassertanks an. Die sind auch leer. Wassertank ist voll. Ein paar Leute kommen rein. Es kommen leider nicht so viele rein, wie ich mir wünsche. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ja mittlerweile auch daran liegt, dass wir einfach nicht mehr so viel transportieren können. Seht ihr das? So viel kommen hier nicht raus. Oh, wir haben gemeldete Straftaten. Wir haben noch keine Polizei, oder? Wir haben Feuerwehr, wir haben Krankenhaus. Wir haben nicht angeschlossenes Heizkraftwerk. Wir haben ein Kino, aber wir haben noch keine Polizei. Was würde uns denn eine Polizei kosten? Wir gucken mal. Eine Polizei. Notfall, Feuerwache, Krankenhaus. Wo ist die Polizei? Kriminalität. Polizeiwache. Gibt es klein und gibt es groß? Da ist eine große Polizeiwache, kostet uns 35.000, könnten wir uns gerade so momentan leisten. Eine kleine kostet uns 8.000. Könnt ihr mir vorstellen, dass jetzt so eine kleine erstmal locker reicht, oder? Ich denke mal, dass wir dann auch noch das Gerichtsgebäude brauchen. 20.000 und ein wunderbares Gefängnis. Ach du meine Güte, 116.000. Oh, da gibt es aber keine kleine Version jetzt davon. Nein, offenbar nicht. Also bevor wir das jetzt anfangen, haben wir lieber ein bisschen noch hier an Verbrechen bei uns in der wunderschönen Stadt. Und wir sparen das Geld, um noch weiter ein bisschen Öl anzuschließen. Wenn ich mich richtig erinnere, brauchen wir hier vorne viel mehr Öl, das hier geliefert wird. Und das wäre wahrscheinlich so das Erste, was wir jetzt machen. Also theoretisch bräuchten wir für Öl, für die Ölleitung ja nur in Anführungsstrichen natürlich, diese Ölplattform für 6.000, dann den entsprechenden Stromanschluss und dann die Leitung bis hier vor, wobei hier wahrscheinlich die Leitung auch das teuerste wird letztendlich. Na gut. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Wegen fehlendem Arbeitsplatz gibt es hier 100 Arbeitslose. Ich weiß gar nicht, was die wollen, weil eigentlich wären genügend Arbeitsplätze da. Aber wie sieht es eigentlich aus mit der Erreichbarkeit? Das sieht ja auch, wir sind immer noch sehr zentral hier bei uns.
Also das würde schon noch passen. Ne? Also es wird langsam mehr. Wir gehen mal kurz auf unseren Bericht, wie hier der Export im letzten Monat war. Kohle und Strom, Treibstoff, ein bisschen was, Bitumen, ein bisschen was. Das müsste aber, was haben wir denn hier, Juni? Wir haben jetzt aktuell Juli. Also im Juni ging jetzt gar nichts. Das muss aber noch besser werden. Das ist ja enttäuschend hier. Dieser Monat ist noch gar nichts exportiert worden. Habe ich von vorne eingestellt, dass der Zug ja nicht auffindbar ist. Dass der Zug hier immer nur voll fährt. Er hat jetzt 71 Treibstoff, 43 Bitumen. Naja, 16.000, aber es ist wirklich nicht viel. Es ist nicht so viel. Das ist halt jetzt einfach mal so. Na gut, das heißt, wir könnten... Bin mir jetzt nicht sicher, ob es daran liegt, dass wir zu wenig Öl reinpumpen oder ob dass wir zu wenig Arbeiter haben. Weil für mich sieht es so aus, als würden die Arbeiter hier natürlich sofort das Öl jetzt hier auch verarbeiten. Das hier reinkommt, 0,5. Habe ich hier 0,25 habe ich hier und hier 0,39. 0,05 habe ich hier nur. Was? Produktion pro Arbeitstag 3, 5, 3. Na gut, aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an, noch weiter Öl ranzupumpen. 4% nur noch. Oder was kostet mich ein Häuschen? So ein dickes, fettes Haus nochmal. So ein 300er Haus. Kostet initial 26.000, aber dann muss das natürlich aufgefüllt werden mit Arbeiter. Ich glaube, dass wir uns das zuerst gönnen müssen. Wir brauchen mehr Arbeiter. So, wieso ist das hier so krumm und schief? Wo ist mein Grid? So. Damit das hier seine Ordnung hat. Eins nach rechts. Aber wir könnten sogar noch ein bisschen nach links aufsetzen. Wir lassen mal etwas Abstand. Vielleicht, dass wir irgendwann noch einen Fußgängerweg hier durchziehen müssen. So, und jetzt wird es schnell teuer dann. Wenn dann die ganzen Leute einziehen. Boah, da ist das Geld schon weg hier. Das ging schnell. Na gut. Jetzt habe ich hier 79 sind hier nur. Ah, ich sehe gerade. Offenbar funktioniert das System dann so, dass das Spiel nachguckt, wie viel Geld hast du noch auf dem Konto und für dieses Geld bekommst du dann die entsprechenden Arbeiter. Das heißt, ich habe jetzt hier für dieses Gebäude leider nur 79 Arbeiter bekommen, weil nicht mehr auf dem Konto war. Mehr konnten wir uns nicht leisten. Und da kommen jetzt, ich dachte, es wäre so wie beim Aufbau, dass man quasi stetig wieder noch Arbeiter bekommt, bis das voll aufgefüllt ist. Dem ist aber leider nicht so. Na gut, dann hoffe ich mal, dass ihr euch relativ schnell vermehrt. Das Gebäude war halt jetzt leider fast ein bisschen umsonst hier. Na gut. Dann lassen wir das trotzdem jetzt mal stehen. Wieder was gelernt. Die Leute beschweren sich, dass sie nicht zur Schule gehen können. Ich glaube, das war hier auch schon so. Können wegen niedrigem Bildungsniveau nicht arbeiten, können nicht zur Schule gehen, weil die Schule hier oben ist. Und der Gehweg nur bis hierher geht. Das heißt, diese beiden Gebäude hier können gar nicht von Schülern besucht werden. Was kostet mich so eine Schule? Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen kleinere Brötchen backen, wenn ich das richtig sehe. Kindergarten müsste ja genau das gleiche sein. Ah, Kindergarten ist erreichbar, wie man hier sieht. Seltsamerweise ist der Kindergarten noch immer nicht voll. Das ist schon im Gegensatz zum Livestream, wo ich alle Nase lang einen neuen Kindergarten bauen musste, sind das hier ja echt moderate Verhältnisse. Also, das heißt, wir gucken mal eine Schule.
Es gibt nur ein Schulsystem. Tatsächlich eine Schule. Kostet mich 11.000. Ja, dann werden wir nämlich hier vorne auch mal anfangen, die Schule zu bauen. Weil wir über kurz oder lang sowieso hier noch aufbauen müssen. Entweder wir packen die hier rein. Machen dann die Anschlüsse hier runter. Würden das quasi so machen. Oder wir packen die Schule hier oben rein und machen hier oben nochmal einen schönen Bezirk. Hier wäre auch alles erreichbar. Ich glaube, war nicht so, dass wir hier irgendwo noch unsere Trambahn oder sowas geplant hätten. Irgendwie sowas war, ne? Das heißt, wir packen das mal hier oben rein und bauen das hier an. So, dann kommt die Schule hier rein. Wir werden noch entsprechend die Gehwege bauen. Und zwar hier rüber. Die natürlich wieder krumm und schief sind. Ah, hier können wir schön runter. So. Hier noch einer rein. Vielleicht noch einer hier runter, damit es schön aussieht. Guckt euch das an. Schönes Detail, ne, dass hier dann bei so einem Übergang auch gleich der Zebrastreifen gemacht wird. So, und dann wird hier schon besucht. Wir machen die Regierungsloyalität wieder auf 20. Genau wie hier, das passt. Und damit müssten die Leute auch hier zur Schule gehen können. So, da sind auf alle Fälle jetzt schon eine Person mehr hier drin. 80 statt 79. Ich werde das Spiel jetzt mal so laufen lassen in der höchsten Geschwindigkeit, weil ihr seht ja selbst, wir brauchen das Geld, und wenn ich ständig im Pausenmodus bin, ja, dann kommt halt nichts rein. Das ist klar. Und wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir auch noch unser Kredit abzahlen. Ne? Da muss ich da mal einen Schluck meiner Tasse Kaffee trinken hier. Vor lauter Schock. Aber wir haben gerade mal knapp 100.000 bezahlt und müssen noch 1,9 Millionen zurückzahlen. Aber das ist okay. Das ist vollkommen. Na gut. Schön zu sehen, dass hier unser Zugsystem funktioniert. Guck mal hier vorne rein, wie es aussieht jetzt hier. Treibstoff, Bitumen. Da ist gar nichts da, weil das gleich rausgepumpt wird. Momentan durchgepumpt wird, ja. Ja, wir sind schon bei 17. Schon mal gut. Vielleicht kommt man sogar noch auf die 20.000. Und dann können wir ja schon langsam mal anfangen, dass wir die Pferdeköpfe hier vorne bauen, beziehungsweise mal planen, wo wir das Ganze bauen wollen. Also geplant ist ja hier vorne. Und kann man sich eigentlich ein Overlay direkt hier anzeigen lassen? Ein Overlay mit Ressourcen, dass ich sagen kann, hey, dass ich quasi im Überblick sehe, wo diese Ressource ist, anstatt ständig dann mit dem Pferdekopf hier drüber fahren zu können. Aber das ist, ich sehe da momentan nichts. Wasser, nee. Also wenn, dann müsste das hier in Ressourcen sein, aber hier ist ja gar nichts. Na gut, dann gucken wir mal rein in den Pferdekopf. Na, also dieses gepunktete Grid hier, das würde ich gerne standardmäßig sehen, ohne dass ich das erst abfahren muss. Also hier vorne ist ganz schön viel grün, wie man hier sieht. Das heißt, wir fangen einfach mal an. 85% ist fantastisch. 96 hier unten. 899. Ach du meine Güte. Das ist eine Megaquelle hier vorne. Das heißt, wir werden jetzt mal die Karte ausblenden. Und uns mal kurz orientieren, das ist ein ewig weiter Weg. Ihr wisst, wie teuer das wird hier. Also guck nochmal, 97, 99. Und wir machen die Straße. Wir machen einfach eine Lehmstraße hier runter. Komm, wurscht, oder? Da reicht eine Lehmstraße hier runter. Wir werden das Ganze dann nach oben bringen. 99. Wir müssen nur gucken, dass wir halt genügend in die Bereiche hier reinbringen. Oben 50 wäre auch noch ganz okay. 90, 92. Hier vorne. Und
Und ich würde auch so diese 58er würde ich gerne noch mitnehmen. Aber das war dann eh schon. Aber die zwei Punkte, die sind der Hammer. Die liefern schon sehr viel. Hier nochmal 60. 64. Ja, das ist okay. Das passt schon. Und dann bauen wir das einfach schön langsam auf. Und ich glaube, hier oben können auch noch eine hier. 65. Und dann müsste das fürs Erste reichen mit unserer Raffinerie. Ich hoffe, ich kann alles über eine Leitung pumpen. Dass es quasi nicht zu wenig Kapazität hier ist. 48 hier oben. 49. 50. 51. Ist ja besser wie hier oben die 30 hier. Also 51 bekommt den Zuschlag hier oben. Und ich glaube, das reicht dann aber auch, oder? Ja, vorbei, hier unten 46, 47, 48. Wer bietet mehr? Ja, sollen wir die auch noch mitnehmen? Ich glaube, es reicht erstmal, oder? Hier außenrum ist jetzt nicht mehr wirklich viel. Ja, hier unten 23 noch, aber das war's. Ja, wobei, diese 47 hier, die wären schon noch ganz lecker. Hier vorne. Diese 47, wenn wir die noch mitnehmen. Ich fürchte halt, ehrlicherweise, dass ich wahrscheinlich viel zu viel transportiere. Aber dann schauen wir uns das mal an. Oh, guckt euch mal dieses Ölfeld an. Da kann aber Texas kann hier abstinken. Aber sowas von. Meine Güte. Na gut. Wir haben mittlerweile jetzt 34 Grad schon. Wir brauchen auf alle Fälle genügend Geld, um hier die Heizleitung noch runterzuziehen. Ich darf das nicht vergessen. Wir haben jetzt August. Ich glaube, wir müssen das zuerst machen. Bevor wir jetzt hier anfangen, nochmal alles auszubauen, werden wir die Heizleitung noch runterziehen müssen vom Heizkraftwerk. Ansonsten macht das keinen Sinn, weil mir die Leute sonst erfrieren im Winter. Dann haben wir zwar Öl, als gäbe es keinen Morgen, aber die Leute frieren dann. Und das müssen wir zu verhindern wissen. Und die Leitung ist ja auch schweineteuer, ne? Wenn wir das uns mal anschauen. Die Frage ist, können wir vielleicht sogar eine Leitung nur runterziehen? So eine dicke, große Heizungsrohr unterirdisch groß kostet, bringt uns 300 Kubikmeter in der Stunde. Kleine bringt uns 100. Unser großes Heizkraftwerk hier vorne verbraucht Maximum 300 Kubikmeter. Jetzt ist die Frage, ist das auch pro Stunde oder ist das pro Tag? Diese 159, die wir hier haben. Und die, wo ist das zweite? Hier drüben. Und die 79 hier. Ich glaube, das ist auch wieder pro Tag dann. Das heißt, wir müssen hier zwei Leitungen auch runterbringen. Die Frage ist, ob man das jetzt einfach runterziehen kann oder ob man auch wieder so Pumpen braucht. Wir gucken mal kurz, wir gehen mal unter die Erde und schauen mal, wie teuer das wird. Wie viel? Wahrscheinlich irgendwie 100.000 oder so, ne? Ah! Okay, wir brauchen eine Heizpumpstation. Man hat es gerade hier vorne gesehen, Heizungspumpstation. Aber allein diese Strecke hier, also ein Drittel kostet uns schon 30.000. Das heißt, ihr könnt euch ausrechnen, wie viel Geld wir brauchen, um gerade mal eine Leitung zu legen. Also wir müssen definitiv sparen. Habe ich jetzt einen Kredit? Wir haben einen Kredit, ne? Aber den ordentlich. Wir könnten uns noch einen weiteren Kredit nehmen für 2 Millionen. Ich bin halt versucht, das jetzt zu machen. Einfach aus dem Grund, weil ich ansonsten einfach nur... Ich könnte halt außerhalb der Aufnahme dann mal warten, bis wir 200.000 haben. Aber wenn wir jetzt nochmal einen Kredit aufnehmen, ne, mit langer Laufzeit und vielen Prozentpunkten, dann könnte man natürlich auch hier oben oder hier oder wo es auch immer war, unser Ölfeld noch erschließen. Und könnten uns komplett erstmal auf den Ölexport konzentrieren. Also das wäre schon ganz ordentlich. Was ist das für ein Zeichen hier vorne? Was? Okay, was ist hier los? Arbeitet niemand mehr im Kraftwerk? Okay.
Nun, da gab es jetzt offenbar ein bisschen Arbeitsverweigerung, wenn ich das richtig sehe, aber da kommt schon der nächste Tross. Kann ich das wieder löschen, bitte? Ich würde gerne diese Nachricht löschen. Ich check das nie. Tut mir leid, Leute, ich check das nie, wie ich diese Nachrichten löschen kann. So, jetzt wird hier wieder produziert. Na gut. Na, kommt halt ein Arbeiter kommt hier an. Hier oben. Also vielleicht ist es doch ein bisschen zu weit. Oder die fahren alle jetzt hier rüber, weil hier schöner zu arbeiten ist. Könnte auch sein. Wir sind aktuell bei 13%, 12% wegen fehlendem Arbeitsplatz. Jetzt geht es nochmal runter. Das muss alles hier abgearbeitet werden, ne? Über diese Station hier. Das muss schon gehen. Da warten jetzt 100 Leute. Und die fahren, die 80 fahren jetzt Richtung Abwasser. Ja, ich glaube, in der Abwasserstation, da könnte man aber auch weniger Leute arbeiten lassen, oder? Da habe ich jetzt hier 10, 17, 10, 20 quasi, 27. Ist hier noch irgendwo einer? Es sind 27 Leute, die hier arbeiten momentan. Da muss kein 80er Bus hochfahren. Das ist Quatsch. Das heißt, wir werden mal einen Bus kaufen, den kleinen. Oder zwei kleine vielleicht. Und dafür den 80er dann nochmal umlenken. Den 80er Bus auf die andere Route. Also 40, 67. Wir könnten uns natürlich lauter so Mikrobusse besorgen mit 7 Leuten. Dann vielleicht irgendwie so 10 Busse, die hin und her fahren. Aber dann verstopft uns das nur wieder die entsprechende Straße. Also ich würde jetzt die 40er kaufen hier. Habe ich denn hier vorne mal kurz prüfen, habt ihr denn für diese Strecke hier 2 Busse? 3 habe ich hier sogar. Ich habe hier sogar 3 80er Busse drinnen, die mir wahrscheinlich die ganzen Arbeitskräfte wegnehmen an der Haltestelle. Das heißt, wir kaufen uns hier 3 40er. Übertragen mal ganz kurz die entsprechende Strecke von den anderen Bussen hier. So, dann könnt ihr mal starten und die Busse hier von der Linie. Jetzt habe ich hier natürlich die anderen alle drin noch, oder? Also der 80er Bus hier, der muss raus. Wie bekomme ich die jetzt? Wir schicken die mal zurück zum Depot. Die 80er Busse. Das ist der Lux. Der MTZ ist der mit den 80, ne? Da habe ich viel Fenster jetzt offen. Ich glaube, der MTZ ist der, den wir zurückschicken müssen. So. Okay, Depot. Und dann werden wir die nochmal zuordnen, und zwar Richtung Kohlegebiet. Das ist erstmal wichtig. Und zwar Richtung Kohlegebiet. Das heißt, die Strecke für die Kohleindustrie bekommt nochmal 3 80er Busse. Oder 4? 3. So, das heißt, einmal kopieren, einmal starten und starten. So, da ist die Kohle schon wieder weg. Also meine Rubelkohle jetzt meine ich natürlich. Und wir prüfen nochmal hier oben. Hier oben dürften jetzt nur noch diese 3 Busse sein. 3x Lux. Und das müsste dann auch funktionieren. Das müsste auch reichen dann.
Gut. So, da werden wieder Leute abgeholt. Sehr schön, aber man sieht schon, wir haben aktuell ein bisschen zu viele Busse für die ganzen Leute. Aber wir wollen jeden Einzelnen, wollen wir hier zum Arbeiten bringen. Da soll keine Ausrede mehr erfolgen, dass irgendjemand sagt, hey, ich konnte ja nicht arbeiten gehen, weil kein Bus da war. Pustekuchen, das glaubt dir hier niemand bei uns auf dem Land. Da sind so viele Busse. Ne? Da, der ist aber eilig hier. Wer bist du hier? Der geht Richtung Ölraffinerie. Au, habe ich hier? Moment. Habe ich die falsche Strecke gewählt? Achso, nee, alles gut. Ich war kurzzeitig verwirrt, das kann ab und zu mal vorkommen. Na gut, also ich glaube, es führt nichts drumherum, um unsere Ölindustrie hier auf Vordermann zu bringen und den Export exorbital zu fördern, werden wir hier mittels Kredit alles auf die Ölproduktion setzen. So, jetzt kommt hier 21 Arbeiter kommen hier an und werden dafür sorgen, dass hier durch diese Leitung, die wir schon gelegt haben, hoffentlich von hier unten dann von hier genügend Öl hochtransportiert wird, damit unsere Leute in der Ölraffinerie, auch wenn nur 60 da sind, dann dementsprechend so viel Öl bekommen, dass hier der Export floriert. Wenn hier mehr Öl reinkommt, wie verarbeitet wird, dann brauchen wir auf alle Fälle nochmal eine Ölraffinerie oder ein paar mehr Arbeiter. Erstmal mehr Arbeiter dann natürlich. Aber da gucken wir mal. Genau. So, in der Schule gar nicht mal so viele Leute. Aber Heizung hat jetzt erstmal noch Priorität. Ne? Also diese 25 Grad, die halten nicht ewig die nächsten Monate. Und dann gucken wir uns das an. Also es sieht ganz gut aus. Es sind immer wieder Arbeiter da, aber es fahren auch wieder leere Busse dann. Das ist halt mal so. Und ich hoffe, das pendelt sich ein. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht doch die Zeit ein bisschen laufen lasse. Aber dadurch, dass die Partei jetzt beschlossen hat, einen Kredit aufzunehmen, werden wir hier hoffentlich dann mit dem zweiten Kredit auch florieren und nicht mehr so lange warten müssen, dass wir hier entsprechend ein bisschen Geld verdienen.